Der neue Eis am Stiel, 6. Teil, Ferienliebe. Jetzt fetzt es wieder. Was ist denn das für eine scharfe Karte? Hat uns Bobby aus Amerika geschickt, da brennt die Luft. Oh, Bobby, mein Schatz. Autsch. Der BH steht unter Strom, unbefugtes Öffnen verboten. Auch diesmal sind unsere Jungs wieder auf der Jagd nach Mädchen. Und dazu haben sie in ihrem Urlaub als Matrosen angeheuert. Deck dich immer schön warm zu und isst tüchtig, mein Junge. Du wirst mir ja so fehlen. Aber eine Sache musst du mir versprechen. Lass ja die Finger von den Mädchen, die wollen nur dein Taschengeld. Der Unzucht und der von der Kleinen. Schweinerei. Was meinst du? Du hast meiner Tochter die Unschuld geraubt, auf die ich so stolz war. Aber das war nicht umsonst. Dafür wirst du sie heiraten. Lass dich auch mal gucken. Die Mörder-Typen, richtige Euter. Hui, Deibel! Stehen, du Streutel! Hilfe! Stehen bleiben! Hilfe! Eis am Stiel, 6. Teil, Ferienliebe. Da ist mächtig was los. Schwiegersohn ins Bild, du hast jetzt nur noch Küchendienst. Denn wer mit der Tochter des ersten Offiziers anbändelt, muss kräftig was auf die Knochen bekommen. Benny hat wieder eine große Liebe. Eine Ferienliebe. Reizend, spreizend. Verehrte Damen und Herren, ich kann Ihnen versichern, auf diesem Schiff herrscht Zucht und Ordnung, so wahr ich Kapitän bin. Hey, Spitzbergen in Sicht. Oh. Darf ich fragen, was Sie da treiben? Mir ist der Mayonnaise-Sandwich für die junge Dame runtergefallen und den rubbel ich jetzt weg. Bitte nicht knusen. Mille grazie, vielen Dank, vielen Dank. Sie haben meine Familie vor dem Verhungern gerettet. Tschüss, Wiedersehen. Wo sind die Diamanten? Wo haben Sie sie versteckt? Diamanten? Ich habe nichts mit dir. Du, Victor, dein Typ wurde da oben verlangt, außerdem musst du servieren. Ah, das ist stunk und erlogen. Du tickst wohl nicht richtig an. Bennys Traum wird in Venedig wahr. Er findet seine große Liebe. Eis am Stiel, 6. Teil, Ferienliebe.